Moin Moin und willkommen zurück hier zu The Last of Us Folge 10. Wir befinden uns auf der Flucht, gerade eben noch vor den widerlichen Zombies und jetzt zusammen unterwegs hier mit den beiden. Lass uns einmal, bevor wir irgendwas machen, die ganzen Häuser nochmal durchsuchen, ob wir irgendwas finden. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Man braucht ja irgendwie alles. Guck mal hier. So. Wie war es hier ohne Infizierte? Ah, ich schon. Cool, was? Oh, hier geht noch runter. Genau, das sind alle. Wir durchsuchen jetzt einfach mal alle Räume hier. Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon. Das ist, ich musste ein Tickchen zurückspulen, weil sonst wäre es irgendwie. Gucken, was wir machen können hier. Ja, sonst wäre es irgendwie so ein bisschen blöd. Ist immer so ein bisschen blöd, wenn man zurückspult so ein bisschen. Aber dann hat man so einen kleinen Anfang vom letzten Mal noch, oder? Finde ich ganz gut eigentlich. Okay, lass uns mal nach. Ja, ja, Ellie, geh mal weg. Gehen wir nach oben. Oh, jetzt sind die alle im Weg hier. Hallo. Ne? Ja, du stehst im Weg. Ist dir schon aufgefallen, ne? Ja, komplett. Weg. Gut, jetzt kommst du auch noch rein. Ne, gut. Mal oben und gucken. Hm. Ah, hier ist ein Brief. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus dem Fenster der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der Familie im Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer unser Haus einbrechen. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, er sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hierbleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen Forschern ein Angebot anzunehmen. Aber wer weiß, was das für ein Mann ist. Das war keine gute Idee, oder? Nee. Halt. Ja, fast schon übersehen. Ist ja alles wichtig, ne? Okay, voll. Voll. Können wir hier noch was bauen jetzt? Hier so ein Ding vielleicht? Hätte vielleicht eher eine Bombe bauen sollen, na egal. Gut, dann lass mal runtergehen. Gucken, ob wir noch irgendwas finden hier draußen. Ziemlich heftig, ha? Oh ja. Ich finde es ganz cool, dass die sich einfach so hinsetzen und ein bisschen so ihr Ding machen, während man hier alles durchsucht. Oh, ich. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Tja, und jetzt. Ich finde es ganz cool, jetzt kommen die einfach so hinterher und erzählen weiter. War schon cool gemacht. Na, hier kommen wir auch nicht rein. Kommen wir das Häuschen noch rein hier irgendwie? Gucken wir von der Seite. Von da oben vielleicht? Ich weiß das gar nicht, ob man hier reinkommt noch in das Haus. Ja, anscheinend nicht. Das Dach auch nicht oder so, ne? Nö, also ist eigentlich nur das Haus, was wir angucken können. Vielleicht können wir drüben noch irgendwas schauen. Wir gucken mal. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ist auch die viele Häuser noch verbarrikadiert hier und verbrettert und vernagelt. Dass man ja nicht irgendwas machen kann. Da. Ich bin bewaffnet, betreten verboten. Ich schieße auf jeden, den ich sehe. No. Ist ja klar. Man kann es ja verstehen. Schieße sofort. Man kann ja niemandem trauen hier in der Zeit. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? No. Oh, hier ist eine Werkzeugbank. Cool. Gehen wir mal rein. Okay, dann mal los. Ob ich schon irgendwas bauen kann? Ich weiß gar nicht, wie viel ich eingesammelt habe. Ich weiß kaum noch, was. Okay, wir haben genug. So, lass mal kurz gucken. Nachladetempo. Sekundäre Hälfte haben wir ja schon. Panzerbrechende Kugeln, nachladen schneller. Nachladen schneller wäre nicht schlecht, glaube ich, bei dem. Obwohl, eine Panzerung durchbrechen ist noch besser. Das machen wir einfach mal. Weil das, das alles kann eigentlich, ne? Überlegt so. Ich meine, wer kann sowas denn bitte da?
So, dann machen wir nochmal. Das können wir nicht, weil wir brauchen 5, ja. Aber wir können das Nachladetempo auch noch ein bisschen höher machen. Machen wir auch nochmal. Da muss er nur putzen. Und das. Ja, nur ein bisschen geputzt muss da werden, dann ist das schon cool. Gut, dann gehen wir raus aus der Waffe. Und dann gucken wir uns die anderen Dinger. Die Schrotflinte und der Bogen. Warte mal, kann man vielleicht hier. Bei der Schrotflinte könnte man vielleicht auch was machen. 100% Nachladegeschwindigkeit? Nö. Vergrößert die Reichweite der Waffe. Reichweite der Waffe, das ist doch gut. Muss ich nicht mehr allzu nah mehr rankommen lassen. Oder die Streuung. Ich weiß nicht, was er jetzt genau macht, aber ich glaube, es ist die Reichweite. Ne? Rückschuss verringert. Magazin größer. Schussfolge. Können wir Rückstoß ja ein bisschen verringern, ne? Gar nicht so wichtig, aber egal. Los, Joel, das kannst du schneller. Nochmal putzen. Ja, jetzt ist ja richtig gut. Magazinkapazität, Schussfolge. Nee. Ich mache noch eine Handfeuerwaffe ein bisschen besser. Macht vielleicht Sinn. Und die ist ja schon ganz gut. Das ist auch nur die Feuerrate, ne? Mittlere Reichweite, moderater Schaden, langsam nachladen. Nachladetempo ist eigentlich egal. Das ist auch egal, das muss ich da auch nicht haben, schneller bei der Waffe. Also wenn sie nicht mehr Durchschlagskraft hat, ist es eigentlich total schnuppe. Hier das Ziehtempo könnte schneller sein bei dem. Und nachladen. Möglichst die Waffe schnell nachladen. Das machen wir mal. Okay. Und? Was ist das hier? Achso, gar nicht. Aber wir können auf jeden Fall die Spannweite nochmal ein bisschen erhöhen. So. Das war's. Da müssen wir nur putzen. Das ist schon wieder gut. Perfekt. Jetzt haben wir auch nichts mehr, was wir machen können. Das war doch. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Gut. Gut, gut. 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 Sag doch noch was? Nee. Hallo. Das sind Hunde. Lass mal hier die Waffe wechseln auf. Oh. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Niemals. Joel? Ja, es ist ein Eiswagen. Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Naja, eigentlich eine ziemlich coole Zeit, muss man sagen, ne? Hier reingehen. Weil ich glaube, können wir direkt noch so ein Ding bauen, ne? Ne, fehlt uns noch eine Schere für, okay. Eine Schere finden hier. Beziehungsweise irgendwas Scharfklingiges. Aber das ist immer ganz gut, diese Ruhephasen. Da kann man echt immer gut, ganz gut Sachen einsammeln. Das ist schon sehr praktisch. Hier ist gar nichts. Im Vorratsraum ist natürlich nichts. Naja, wird wahrscheinlich als erstes geplündert. Aber trotzdem. Ab nach oben! So. Noch nichts im Raum. Ein Bett liegt da? Nee. Auch nichts. Auch nichts. Tatsächlich auch nichts. Was eine gute Idee ist? Fress mal. Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hilf mir da hoch. Erstmal kurz hier erzählen.
Du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nehmt meinen Bruder und geht in die Quarantäne zu nach Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, werdet ihr unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil. Bis bald, Dad. Oh Mann, du. Da liegt noch was. Da liegt auch noch was. Da ist auch noch was. Meine Vision. Na los, komm, geh hoch. Komm her, Ellie. Pass auf. Na, vielleicht findet sie ja was Cooles oben, was wir gebrauchen können. Und was gefunden? Tagebuch. Und bitte. Dankeschön. Nahkampfwaffen verbessert. Cool. Okay. Das ist doch schon mal gut. Okay. Ist die Frage, wo wir jetzt hin sollen? Ja, müssen eigentlich nur weiter, ne? Gehen wir hier längs? Ja. Ich würde sagen, ja, komm. Mit den Hunden vorbei da oben. Gehen wir ins nächste Haus rein. Irgendwie ist es ganz geil, so ein bisschen Entdeckung zu machen, so in kleinen Häusern hier. Also, gar nicht, dass jetzt irgendwas Großartiges passiert hier, aber ist trotzdem irgendwie nett. Oh, liegt da noch Munition. Und hier liegt auch noch was. Oh, ein 10er-Paket für unsere, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Warte mal. Haben wir da 80 Stück haben wir also. Messermeister. Verwende ein Messer, um dich aus einem Klickergriff zu befreien. Okay. Schwankende Waffe. Ja. Heiltempo. Hm. Fertigungszeit. Lauschmus. Also ich glaube, wir machen das wirklich mal hier. Dass wenn uns ein Typ mal schnappt, dass wir uns daraus befreien können, oder? Maximal. Heiltempo. Schwanken. Erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit von 100, das ist eigentlich egal. Lauschmodus erhöht die Lauschmodus von. Das ist eigentlich noch am coolsten, wenn man so weit noch gucken kann. Ah, ich glaube, ich nehme das trotzdem erstmal. Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Hey, Leute, wir machen am Funkturm Pause. Okay. Gut, lass uns mal hier weiter gucken. Ja, ich weiß es ja. Irgendwie habt ihr gar keinen Bock, was zu suchen, ne? Aber ich. Ich laufe echt mit langweiligen Leuten hier durch die Gegend. Oh, noch ein Brief. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Eine Horde dieser Monster ist ins Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung erbracht. Susan und die Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich muss Susan aufhalten, damit sie nicht weiter dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier sagen soll. Ein bisschen würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können das schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Na, oh, das ist auch nicht schlecht. Warte mal. Munition damit. Aber hier. Ein Safe. Okay, warte mal. Das wissen wir noch nicht. Klar. Müssen wir wohl irgendwie finden. Eine Safe-Nummer. Die muss ja hier irgendwo im Haus sein. Beziehungsweise ja, irgendwo zu finden sein. Irgendein Brief. Irgendwas, ne? Hier liegen auch noch ein paar Sachen. Lass mal gucken. Ah, noch ein Comic-Heft. Okay, aber hier liegt kein Brief oder so. Da ist noch irgendwas. Was Sprengstoffmäßiges. Das sieht aus, als ob da irgendjemand was schreiben wollte. Aber hat es nicht mehr getan. Gut, dann gehen wir nach oben. Vielleicht finden wir oben noch was. Da. Kleine Notiz. 8, 21, 36. 8, 21, 36. 8, 21, 36. Merke ich mir. 8, 21, 36. 8, 21, 36. So, machen wir es mal. Ellie, guck mal hier. Hier halt mal. Was ist das? 8, 21, 38. Hey, was hab ich denn?
Warte mal, boah, warte mal, jetzt habe ich echt in so kurzer Zeit das vergessen. Acht, 21, 36, okay, nochmal. Okay. Acht. Ja, 21, 36. Das ist echt so ein Gehirn wie so ein Sieb. Guck mal da oben. 10 davon. Munition und ordentlich was zum Bauen. Besser geht's auch nicht. So, ich mach wieder runter. Ich glaube, mehr finden wir hier nicht in dem Haus. Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay. Gucken wir die spielen. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch. Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Witzig. So, die Hunde sind ja weg hier. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Okay, wir müssen durchs Haus durch, okay. Nichts keiner Ding, ne? Nee. Ja, sorry, wir müssen durchs Haus durch. Ja, sorry, Leute. Komm mal mit. Ich glaube, hier hinten ging es auch irgendwie raus. Bin ich auch im Ausgang? Ja, ne? Haus drin? Ah, guck mal da. Hab ich gar nicht gesehen vorher. Perfekt. Na genau, wir müssen hier links. Ich dachte, er meinte das mit dem Lager, aber das ist, glaube ich, nicht gemeint. Okay, jetzt kann es gefährlich werden. Sieht schon wieder aus, was irgendwas gleich passiert. Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hier gekommen? Irgendwo da hinten. Da hinten aus dem Haus, ich sehe das. Bleibt alle hier. Nein. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich abhängen. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Hei, hei, hei. Links gehen. Dürfte mich ja nicht sehen hier, oder? Er schießt auf ein Fenster da. Schon irgendwie abballern können. Gehen wir direkt ins Haus hier. Oh! Oh. Shit, Mann. So ein Bastard. Schau mal. Sind hier noch mehr? Da sind überall ein paar Leute, ne? Guck, ob hier noch irgendwas liegt oder so, was man einsammeln kann. Nach oben gehen. Ja, wir werden so einen Typen schon noch holen, aber... Vielleicht können wir hier noch irgendwas finden vor. Und hier sehe ich nichts. Ein Spacko, ey. Ballert der da rum? So ein wilder Affe. Und viel konnte ich jetzt hier nicht finden. Können wir da noch links gehen, ja, ne? Nagelt ihn fest! Okay.
Okay, da ist noch einer. Er kommt da längs, okay. Dafür wirst du bezahlen! Nicht verlieren! Ich bin... Oh Mann! Hab ich ihn nicht. Wow. Geil, für die kleine Mini-Schrotflinte. Oh, der wäre voll jetzt. Okay, warte. Ja, ist trotzdem voll, ne? Schade. Das ist eine Halle gewesen. Hat der noch was fallen gelassen hier? Nee. Nee, muss ich von da hinten irgendwie ab wegnageln. Bastard. Das ist da oben auf jeden Fall. Einer. Ist er das? Ja, von da oben schießt er, ne? Habe ich angelaufen. Es sind einige hier, wie man sieht. Krieg ich den erwischt von hier mit der Sniper? Er sitzt sich verkehrt hier. Muss ich ein bisschen weiter hier rüber, glaube ich. Vielleicht von hier hinten. Aber man konnte doch irgendwie ranzoomen, ne? Wie war das nochmal? Okay, da. Ich krieg ihn nicht erwischt von hier, oder? Tatsächlich nicht. Das geht nicht. Okay, von hier krieg ich ihn nicht erwischt. Okay, dann müssen wir doch einmal von hier hinten rumlaufen. Ist voll, können wir was bauen hier? Nee. Okay. Können wir nicht hier irgendwie durch? Dafür wirst du bezahlen! Drei da unten irgendwie. Ist der dort? Er ist weg. Da ist er! Oh. Dafür wirst du bezahlen. Okay, jetzt ist es von oben, okay. Ja.
Da drüben! Komm raus da. Traut sich nicht. Du dummer Bastard. Okay. Na, hier sehe ich keinen, aber kann ja nur oben sein, dann. Ah, hier wird gleich ein Showdown mit dem Typen. Auch nichts zum Einsammeln. Oh, jetzt muss hier noch einen nach oben gehen. Das wird, glaube ich, hart jetzt. Ja, geht nur in die eine Richtung. Okay. Die zeigen den auch nicht an. Ist ein bisschen fies. Ist das richtige Haus, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, da ist er, aber er ist weg von der Waffe, wie man sieht. Was, entweder steht er gleich hier um die Ecke? Wird gleich angegriffen irgendwie? Gibt auf jeden Fall einen Kampf gleich, okay. Steht er dahinter? Kann ich nicht sehen. Da? Oh, guck mal. Ja, obwohl ich schon geguckt habe, ob er da sitzt, ne? Dummer Bastard. Oh, Mist. Oh, ich schieß doch voll schlecht. Ey, warte mal. Scheiße. Da ist noch einer. Vorne. Nein! Oh! Schwede, ey. Das hat die aber gut getroffen.
voll ins Bein geschossen. Ach du Scheiße. Down. Nein! Oh shit, das schaffe ich nicht. Yes! Da haben wir ja gut erledigt mit. Scheiße! Oh, das war heftig. Schön die Granate selbst mit reingetan. Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Krass. Henry! Ach, Scheiße! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Gehen wir! Oh Mist. Verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaube, der kleine Junge wurde gebissen. Oder zerkratzt oder irgendwas. Der sah schon ein bisschen verdächtig aus gerade, oder? Ich glaube dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh. Mann, das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden.
Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Naja, weiß ich nicht. Glaubst du, das stimmt? Nein, definitiv nicht. Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Ja, Robert geklaut. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Schon undankbar, der Gute. Oh nein. Scheiße. Hab ich ja gesagt. Hab ich doch gesagt. Oh. Oh Mann. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Oh, das ist eine gute Idee. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Hui. Ja, hat sich wahrscheinlich nicht mehr gelohnt, für ihn zu leben. Ohne seinen kleinen Bruder. Als auch eine trostlose Welt, ne? Herbst.
Und das ist so geil mit der Kontrolle, diesen leichten Regen spürst du und ach, das schockt einfach nur. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Na, wir wissen auf jeden Fall, was wir fühlen, denn wir fühlen, dass wir uns dem Ende von dieser Folge nähern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.